Es gibt ja solche Sachen wie Freigeld zum Beispiel und andere Ansätze. Unser nächster Redner ist Student aus Leipzig und beschäftigt sich schon etwas länger mit dem Thema. Bitte begrüßt Oliver Schönefeld. So, Hallöchen. Geht's euch gut? Ja? Das ist schön. Wer das die letzten Wochen schon ein bisschen beobachtet, wird mich sicherlich hier auch schon mal rumspringen sehen haben. Bei mir dauert das immer ein bisschen, bis ich warm werde. Deshalb heute auch erst die erste Rede. Gibt auch einen Anlass, dass ich dazu heute ein bisschen was erzähle. Und zwar ist mir am Mittwoch ein Video über den Weg gelaufen in dieser bundesweiten Gruppe auf Facebook. Das hat mich ziemlich inspiriert, deshalb würde ich das heute gerne einfach mal an euch weitergeben. Und zwar ist das gewesen vom Professor Wolfgang Ertel aus Ravensburg von der Fachhochschule, der sich da über das Dilemma des Wirtschaftswachstums auslässt. Und ich würde einfach mal beginnen mit der Frage, wer von euch hat denn ein Monopoly-Spiel zu Hause oder hat das schon mal gespielt? Könnt ihr das mal kurz aufzeigen? Sind jetzt nicht allzu viele. Ich wiederhole noch mal kurz die Regeln. Also wir haben ein Startkapital, das sind in der Regel so 1500 Euro. Dann gibt es auch sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also man kriegt pro Runde nochmal 200 Euro obendrauf. Wir haben auf Bargeld gibt es keine Zinsen. Und es gibt auch Kapitalanlagen in dem Spiel. Das sind zum einen die Straßen, zum anderen die Häuser und diese Hotels, die man da so schön bauen kann. Weiterhin gibt es einen Zinsertrag, das sind diese Mieteinnahmen, also wenn jemand auf meine Straße kommt, kriege ich ja Geld von dem. Und das ist gleichzeitig auch der Konsum in dem Spiel, allerdings für denjenigen, der dann auf diese besagte Straße kommt. Wer weiß, wie Monopoly eigentlich immer endet? Einer gewinnt, ne? Wisst ihr Bescheid, einer gewinnt und der Rest ist irgendwie schmollend woanders und beschäftigt sich, weiß ich nicht, anderweitig. Warum gewinnt da eigentlich immer einer? Das Problem an diesem System ist quasi, dass wer am meisten hat, der bekommt auch immer am meisten dazu. Kennt ihr, wer die Schlossallee hat, freut sich von vornherein, der weiß, er hat gewonnen. Der Gewinn dieses Gewinners wird also quasi von allen anderen getragen. Das ist in unserem System in der Realwirtschaft hier nicht anders. Da konstituiert dieser Professor Ertel hier, dass 40% des Konsums ungefähr in Zinsen oder ungefähr Zinsanteil sind. Sprich, wenn ihr ein Brot kauft für 2 Euro, zahlt ihr ungefähr 80 Cent Zinsen an irgendwelche Banken. Ist jetzt nicht so die super Idee, oder? Genau, denke ich auch. Dann gibt es schlaue Leute, die sich denken, kann man das besser machen? Ja, kann man sicher. Dann müssen halt die Reichen einfach was abgeben an die Armen und dann passt das alles schon so. Ne? Wer kann dann noch herzhaft drüber lachen? So wie ich? Sehr viele. Gut, wunderbar. Deswegen versuchen wir das Ganze einfach mal zu verbessern und streichen in diesem Spiel die Zinsen. Sprich, wenn ich auf eine andere Straße komme, dann muss ich einfach keine Miete mehr bezahlen. Hat jemand eine Vorstellung, wie das Spiel dann endet? Ja, für alle zum Gewinn. Für alle zum Gewinn, sagst du. Wenn ich jetzt Monopoly spiele und... Ja. Okay, er sagt, wenn keiner mehr aus Geld Geld machen kann, muss jeder vernünftig arbeiten gehen. Da mag alles richtig sein, aber wenn ich jetzt Monopoly spiele und stehe vor der Wahl, okay, soll ich jetzt hier ein Hotel draufbauen oder nicht, und habe im Hinterkopf, ich habe eigentlich gar keinen Vorteil, wenn ich hier ein Hotel baue, weil ich gar nicht mehr Einnahmen kriege als ohne Hotel, dann lasse ich es irgendwie bleiben. Das heißt, das Ende vom Spiel ist ein leeres Spielbrett, alle laufen nur im Kreis und es ist irgendwie auch langweilig. Es fehlt also der Ansatz zur Investition. Sprich, wir brauchen irgendwo Zinsen, zumindest in der heutigen Gesellschaft denke ich mal noch, dass die Leute bereit sind zu investieren und ihr Geld herzugeben für gute Ideen. Also machen wir einen dritten Versuch mit wieder neuen Regeln. Wir lassen die Zinsen immer noch weg, sprich wir zahlen keine Miete, machen jetzt aber was Neues. Am Ende jeder Runde gibt einfach jeder Mitspieler 10% von seinem Geld, was er hat, ab. Das geht an die Bank und wird gleichmäßig auf alle Mitspieler aufgeteilt. Wie endet denn das jetzt? Dann sind irgendwo alle zufrieden,
weil ich kann investieren, kriege meine Einnahmen etc. und kriege quasi so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, was aber wesentlich sinnvoller verteilt ist als diese 200 Euro, die man normalerweise kriegt. Der Professor Ertl umschreibt das so ein bisschen mit dem Begriff, dass das Bargeld radioaktiv zerfällt. Finde ich eine sehr schöne Analogie als Chemiker. So, und jetzt haben wir nämlich das Prinzip, wer viel besitzt, muss auch viel abgeben, also relativ gesehen. Es kriegen aber alle immer das Gleiche aufgeteilt wieder zurück, was eigentlich, finde ich, eine sinnvolle Aktion ist. Das Konzept stammt aber nicht von mir, stammt auch nicht von diesem Professor Ertl, sondern von einem, wie heißt er da, Silvio Gesell, der nennt das natürliche Wirtschaftsordnung und das existiert seit 1919. Da frage ich mich, warum haben wir das die letzten knapp 100 Jahre nicht geschafft, mal irgendwie in Angriff zu nehmen? Wollen wir mal die Ärmel hochkrempeln? Meint ihr, wir schaffen das? Bitte? Jawohl. So, ich habe noch ein, ja, also ich könnte das noch ein bisschen begründen, warum das alles toll ist. Ich komme aber direkt zu den Vorteilen. Also niemand bekommt in dem System alles weggenommen, sondern immer nur ein bisschen. Ich habe jetzt hier 10% gesagt, das wäre in der Realwirtschaft ein niedrigerer Prozentsatz, weiß ich nicht, 3-4, irgend sowas wahrscheinlich. Wir müssten auch rein rechnerisch nur noch 24 Stunden pro Woche arbeiten, weil wir uns einfach die 40% Zinszahlung sparen an die Banken. Wir haben einen Wohlstand ohne Wachstum und es gibt auch keine Staatsverschuldung in dem Sinne, weil es keine Zinsen mehr gibt, die ins Unendliche anwachsen können. Wir kriegen endlich das BGE, wofür ich stehe, finde ich gut, würde ich unterschreiben. Und der Professor Ertl hat zum Abschluss seines Vortrags da eine Frage. Wie setzen wir das Ganze um? Würde ich mal sagen, dafür stehen wir irgendwie jeden Montag hier, oder? Das ist die falsche Seite, okay. So, dann an der Stelle auch einfach mal friedliche Grüße nach Ravensburg. Danke für die Idee, Professor Ertl, falls Sie das jetzt hier irgendwie sehen. Ich könnte das noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben im Kapitalismus eine Dynamik, die ist ziemlich instabil, kann also alles sehr schnell zusammenbrechen. Der Kapitalbesitz ist bei wenigen, aber der Wettbewerb ist ziemlich gut. Im Kommunismus gibt es keine Dynamik, also das wäre das zweite Modell jetzt gewesen. Der Kapitalbesitz ist beim Staat und es gibt im Prinzip auch keinen Wettbewerb. Und bei diesem sogenannten Freigeld, das wäre jetzt die dritte Alternative, die ich hier vorgestellt habe, haben wir den Vorteil, dass die Dynamik ziemlich stabil ist, der Kapitalbesitz ist bei allen und wir haben auch einen super Wettbewerb. Also ich denke, das ist vielleicht eine Option, die man im Hinterkopf behalten sollte. Vielleicht auch nicht die unbedingt beste Lösung, aber man kann sich ja da mal ransetzen und irgendwie darüber sinnieren. Wer Lust hat, ihr könnt es ja mal ausprobieren, das so zu spielen, wie ich euch das gerade vorgestellt habe. Er meinte, es ist wohl recht lustig. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Redner.